So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Resident Evil 4, The Stones am Controller und auch mal mit Frosch im Hals. Ah, oh, linkes Stick, Coffee. Ja. Viereck, verdammt! Nein! Ja, geht's hier los. Ja, Resident Evil 5 hat auch viel geändert was die Steuerung angeht. Ah, ja. So, und jetzt musst du beweisen, was du drauf hast. Ich bin der Hammer. mir ist übrigens aufgefallen, ich habe ihn verwechselt, den roten Typen, der wegläuft hier. Ja. Weil das kommt später nochmal. Genau. Aber spoilern wir nicht mehr als nötig. Das schmeiß ich hier von dem genau. Rüst du schon mal aus? Die sehen mich auch nicht, ne? Ja, ich weiß nicht, ich würde es relativ schnell hinter mich bringen, aber ich schwören kann ich es jetzt nicht. Ich nehme die Grenade hier. Genau. Und danach dann auf Sniper oder mit was auf Waffe auch immer und hau dann den Boden weg. Ich bin runtergesprungen letztes Mal, aber also, gucken wir mal, wie wir es machen. Weil der rennt ja recht fix davon. Schön mittig. So musst du runter. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Hoffi, sag's doch so. Fail. Und ich sag noch. Ja. Das ist gelaufen. Das ist mir noch nie passiert übrigens. Buh! Also normal wäre das jetzt echt episch geworden. Ja. Ja, aber der einzige Grund, wenn ich alleine gespielt hätte, wäre ich einfach hingelaufen, eine Granate geschmissen, so habe ich mit dir unterhalten, weil ich dachte, das Spiel reagiert da nicht, weil ich habe es noch nie erlebt, dass die weglaufen. Hm. Ich wusste gar nicht, dass das passieren kann. Oh, mein Herz blutet schon ein bisschen, muss ich jetzt sagen. Ne? I couldn't care less. Ja, normalerweise hätte man jetzt hier von dem Groten halt auch noch einen Schatz wieder abgreifen können, abgesehen von dem, was die Kundenträger da hätten gefallen lassen. Aber tritt man die nochmal wieder oder sind die da abgehauen? Die sind weg. Okay. Die sind. Ja, das ist der Nachteil, wenn man zu zweit hier hockt. Ja. Man kommt ins Gespräch. Richtig. Und ach, ist ja nicht so wichtig. Ich glaube, die Schatz ist 8000 oder so wert gewesen. Was für ein Kern? Kann ich hier direkt runterhüpfen? Das ging her, okay. Was ist hier los? Hier, genau. Und die Tür auf. Ja, dann geht auch drüben die Tür auf. Das war ja auch wichtig. Ha, rennen die echt weg. Cool. Jetzt sind wir hier beim Schießstand. Wollen wir den jetzt mitnehmen, oder? Jetzt wird es sich eigentlich fast anbieten. Wenn du Lust hast auf Schießstand, dann ja, wir werden es nicht übertreiben. Wir werden da einmal hingehen, den mal kurz machen hier. Man muss den auch eh öfter spielen, theoretisch, um alles zu bekommen. Ja. Man ja. kann bei einem Mal, egal wie gut man es macht. Da haben die hier ihre dunkle Messe abgehalten. Satanistenpack. Warum hängt eigentlich die Statue kopfüber runter? Warum? Hätte ich die umgebracht, dann hätte da einen noch gehabt, hätten wir fragen können, aber so sind sie alle weg. Ja. Wenn du sie umgebracht hättest, hätten wir halt fragen können, meinst du? Ja, nee, wir hätten die umgebracht, dann wäre der Rot, hätte überlebt auf jeden Fall. Okay. Und den hätte ich mir dann hätte ich das ans Schlawittchen genommen. Ans sprichwörtliche Schlawittchen. Und dann hätte ich ihn gekitzelt. Ah. Bis es mir sagt. Boah, jedes Mal habe ich geguckt, ob die Items sind. Aber es sind nie Items hier drin. Nein, man kann ja halt im Endeffekt ein paar Figuren, Sammelfiguren. Ja, erzähl mal, was hier los ist. Und und je nachdem, wenn man alle Sammelfiguren an so einem Schießstand eingesammelt hat, gibt's halt auch noch eine finanzielle Belohnung, die eigentlich ziemlich dick ist. Und man kann hier im Grunde zwischen zwei Waffensets auswählen, den Schnellfeuerwaffen und den Scharfschützengewehren, sag ich jetzt mal. Gibt verschiedene viele Punkte, je nachdem, ob man den Headshot verpasst oder auf den Körper schießt. Oh nein, Hoffi, das war schon mal gar nichts. Ashley taucht ja auch immer mal wieder auf, die darf man nicht treffen, das gibt dick Minuspunkte. Und wenn man 5 Ziele, waren das glaube ich, in Folge trifft, dann wird... Nein! Ja, das ist mein Problem, weil ich immer auf den Headshot gehen will. Weil da gibt doppelt so viele Punkte. Ja, aber schon wieder. Aber dabei ist halt die Headshot-Herausforderung dafür, um alle Figuren ranzukommen, völlig irrelevant. Das nur wegen Punkten halt. Ja, und die Punkte sind ja relevant am Ende. Ja, aber also wie gesagt, wenn du halt die Spieche nur mit Bodytreffern durchziehst, dafür aber schnelle Bodytreffer machst, reicht es auch immer, um an alle 6 Figuren zu kommen. Ja, aber das genügt dann meinen Ansprüchen nicht. Da haben wir es endlich mal. Nein! 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 Ach, da hab ich doch erwischt! Kann mir doch keiner erzählen. Naja. Und du hattest mir nicht geglaubt, dass ich 4000 schaffe, nach dieser Darstellung hier. Oh, das ist mit dem linken Stick geht ja gar nicht. Es bewegt er sich auch noch. Du schießt hier auch eine Grütze. Ja, aber so viele Punkte wie ich hatte es ja offensichtlich noch nie. Also ja, aber geschlagen in dem Modus. Aber ich habe die Punktezahl hier noch nie von dir gesehen. Und also wenn das jetzt ein Beweis sein soll, nee, das war er nicht. Da musst du mir noch einen geben. Weil die fünf Dinger zählen auch, wenn man keinen Headshot macht, natürlich. Das mache ich auch gar keinen mehr. Aber Zelle war schon wichtig. Das soll nämlich ein kleines Salazar-Bild sein da hinten, ne? Hast du eigentlich jemals in diesem Modus
die Granate benutzt. Das habe ich noch nicht versucht, ne? Das ich auch nicht, schlecht, aber auch keine schlechte Idee. Manchmal stehen sie ja so eine Reihe hintereinander oder so, aber meistens dann ja eh ein Dynamitfuzzi dabei, wo man auf Dynamit schießen kann. Ja, richtig, wenn so viele kommen auf einmal, ne? Ja. Aber den muss man, die Dynamitschlange muss man erstmal treffen und sehen, ja, vor allem. So, das könnte man gut erzählen. Das sieht das ja sehr gut aus. Wenn ich jetzt da nicht daneben schieße, kriege ich noch einen Zeller. Ah, gib mir! Gib mir mehr! Jawohl! Wechselst du immer auf Sniper oder bist du manchmal auch nee, jetzt am Start? Nee, jetzt gehe ich auf sicher. Das ist auch völlig okay. Man hat halt genug Zeit schon, aber jetzt vor allem ist es noch die leichteste. Es gibt ja genau vier Varianten. Immer mal wieder trifft man im Spielverlauf halt auf so einen Schießstand. Nein. Und kann dann die nächste Herausforderung spielen oder halt, wenn man Bock hat, auch die alten wieder. Man könnte auch sagen, man spart sich jetzt komplett bis zum Ende des Games und macht dann alle Herausforderungen hintereinander weg oder so. Also genau. So kann man kann nichts verpassen in dem Sinne. Hätte ich natürlich auch timen können, durch den Kopf schießen gleichzeitig. Ja, aber... Schnell, schnell, schnell. Nein! Schade. Aber wenn ich 4000 Punkte schaffe, zählt das, glaube ich, auch. Wie waren es? 3000. Ah, 4300. Oh, sehr schön. Also schon mal, wir haben alle Preise. Obwohl ja, ich nicht einmal alle. Dann ist super. Also, das ist ja auch für die letzte Herausforderung. Entweder muss man ja einfach alle Ziele treffen. Also, mhm, sprich 25 von 25. Oder über 4000. Oder über 4000. Genau. Und auf dem Gamecube waren es 3500. Ja, irgendwie so. Das habe ich zumindest in diesem Game Guide gelesen. Ja, und dann können wir mal schauen, was wir dafür kriegen. Ja, und das erklärte mich auch, warum hier an der Wand dann halt steht Höchstpunktzahl 4000. So nach dem Motto, also vielleicht kann man in der GameCube-Version gar nicht mehr als hier jetzt schaffen. Das könnte dann deswegen sein. Dann wäre es ja auch blöd, wenn man vier... Und ich kann es momentan nicht beurteilen. Ich wollte es ja im Grunde zuerst mal wieder auf dem Cube spielen. Mhm. Und aber ich habe meinen Controller verliehen, das, da kam ja. Ach ja, das war das ja, genau. Und da habe ich mir tatsächlich vom Kollegen hatte ich mir dann ja nochmal die PC-Version von Resident Evil 4 ausgeliehen. Damit ja, so ist das ein. Gut, aber das ging dann ja doch recht zügig, das ist schön. Nachdem ich nach dem ersten Try in der Ehe gekränkt war und durch mein Versagen gegen den Satanistenring. Ja, aber es ist auf jeden Fall, wenn man auch sich ein bisschen Zeit nimmt mit dem Sniper, ist das auch das Beste für die Salazar-Scheiben. Ja, ja, richtig. Hat gut gepasst. Gut, dann kannst du die Treppe hoch. Den Schatz haben wir ja geholt, ne? Der war ja ganz offensichtlich in der Truhe. Kannst du nochmal gucken, mal bitte ins Inventar? Ja, wollen wir was verkaufen? Ach, eigentlich wäre jetzt bei den nächsten Gegnern, kannst du erstmal Granaten raushauen. Ist er noch equipped sogar? Haha! Oder der Händler hatte ja auch jetzt... Nee, dann nichts. Da raus. Gab's keine... Ist ja manchmal von Händler zu Händler, gibt's ja neue Ausbaustufen, ja, und so, ne? Vielleicht, ja. What? Ja, alles möglich. Oh, ein rotes Kraut. Können wir auch gleich Kombination machen. Kommt längere Zeit kein Händler mehr. Sagst mir jetzt aber nicht, dass ich zurücklaufen soll, oder? Nein, ich bin sehr jetzt durch. Fuck you, Händler! Frank Zenners Karriere ist schon eh lange zu Ende. Nee, können wir gar nicht kommen hier. Nicht. Oh Gott. Da kam jetzt Schurzki. Das war kein Russisch am Ende. Guck mal nochmal bitte ins Inventar. Das war nur ein... Wenn du den TMP nachlädst, dann hätten wir wieder einen Slot. Ja, komm, machen wir das nochmal. Ach, kann man ja nicht. Kann man nicht. Gab's natürlich auch wieder einen Kommentar vom User, dass man das sogar im Inventar kombinieren kann. Nicht hier, bei Resident Evil 5 selber. Ja, manchmal bin ich solche Kommentare mittlerweile wirklich leid. Ne? Also okay, Klugscheiß, dann wollen man so viel, man kann, also, da neige ich auch zu. Vor allem, wenn man ja recht hat. Ja, aber wenn man dann sagt, es geht, und es geht einfach nicht. Genauso wie mit dieser Hebelgeschichte, die auch nicht geht. Ich hab's ja ausprobiert. Mit dem ja, dass man links, rechts, wenn man sich für ein Tor entschieden hat, ist da... Entweder der Gigante oder die Killer. Die bösen Muddis. Kettensägen. Ja. Oh, was ist denn hier los eigentlich? Ja, das ist der Rote, von dem du gesprochen hattest. Und da schießen sie schon. Ja. Ich glaube, meine Taktik war letztens einfach reinrennen und in eine Ecke gehen, wo sie mich nicht treffen können. Ja, das ist immer geil, das verkehrt. Weil man die manchmal nicht abgeschossen, bevor sie richtig schießen. Richtig, weil dann geht die Tür immer wieder zu und... Oh, ich stelle mich mal hier zu dem Explosivfass, dass ich dann sofort tot bin. Das ist eine gute Idee. So, Was man auch machen kann, geht doch eine Tür ins Treppenhaus rein. Wenn man in das Treppenhaus rennt, da hat man auch Ruhe. Von da aus kann man sich die alle... Ah, das mache ich immer erst später, glaube ich, ne? Wenn man ihm folgt. Mhm. Wahrscheinlich habe ich da den... Oh, über den Zaun. Pass auf, dass sie dir dich nicht durch die Scheibe abschießen. Oh, was hockt denn hier gerade so auf hier? Ja. Oh je, das ist ja gerade... Land? Ah, ne. Das ist nicht notwendig, zum Glück. Oder leider eigentlich. Ja. Ich trete, trau mich, treten! Ja, weil... Gut. Weg da! So. Dann schauen wir doch mal, was wir dem da wegmachen können. Oh,
kosmetische... Ich glaube, von rechts schießt er. Guck mal bitte nach rechts. Ob da oben einer hingegangen ist? Nee, alles gut. Das sind doch zwei da drüben. Ich gehe jetzt mal ans Fenster, traue mich kurz. Sieht gut aus. Ja, er schießt nur dumm gegen die Säule. Ah, da sieht man den Roten auch schon wieder. Soll ich schon mal abschießen? Ja, schon mal anschießen. Dann habe ich es gleich leichter. Ich finde das Gemurmel von denen so geil. Um die Vasen und Loot-mäßig kümmern wir uns ganz ins Schloss, ne? Dann kommen wir nochmal unter Umständen in diesen Raum. So, dann renne ich rein. Jo, tu es. Oh, mal ganz schlecht wie die Pistole. Natürlich. Gibt's den Schatz? Ja. Oh. Ah, oh ja. Da sah man auch schon den Fall brennen, ne? Dass da zwei sind, aber man hat ihn nicht gesehen, ne? Ne. Das ist wahrscheinlich der, der so ein bisschen weggerannt ist, den du am Arm getroffen hast, hat sich bestimmt neu positioniert. Ich hab Schiss, ich hab Schiss. Der schießt. Nee, der schießt nicht. Aber gut, Homie! Das ist einer von denen, der immer Doppelsalben schießt, ne? Die gibt's nicht. Nicht alle schießen doppelt, aber ne? Aber ich glaube, der wirkte so. Und meist geht der erste nämlich daneben und der zweite ist im Ziel. Okay. Aber da oben an der Treppe, der kommt, glaube ich, nicht, dass man hingeht und abschießt. Ich glaube, das ist auch einer mit einem hier Morgenstern. Da ist er. Ja, das haben wir ja gelernt von den Figuren. Genau. Das ist das Coole bei diesen Sammelfiguren, die zeigen wir sicherlich auch nochmal irgendwann. Und die haben halt alle so kleine Sprachsamples, die man abspielen lassen kann. Und die werden halt auch übersetzt. Und dann weiß man gleich mal, was sagen die bösen Leute damit unter. Richtig. Oder was ist Ashley's Stärke? Selbst die Actionfigur von Ashley schreit nur um Hilfe, ne? Leon! Leon! Wir sind ja bei Level 4. Leon, help me! Oder sowas, ne? Oder aber nur Leon, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wieder völliges Fail von ihr. Wie was gewohnt ist von Ashley. Mann! Okay, der letzte coole Actionheld, weiblicher Actionheld. Oh, ich kann's wegsnipern von hier schon. Ja, aber. Wir haben so viel Sniper-Munition. Letzte weibliche Actionheld, den ich eigentlich ziemlich cool fand, war der von Mirror's Edge, die Tante. Die war ganz powermäßig und unterwegs. Ah, da wäre auch noch Sprengfass gewesen, hätten wir vorhin schon nutzen können. Ach komm. Oh, jetzt kommt er hoch. Der hängt da schon mit seinem Gebinsel halt durch die Tür. Die hauen doch nach hinten, ne, wenn ich hier die Tür einschlage. Aber die geht gar nicht auf. Nee, die geht gleich, die laufen gleich weg. Come on, bitches! Join the party! Da rennt er. Soll ich mich schon wegknallzen? Weil der gut ist, dann hol ich weg. Die kommen hier auf das Plateau gleich. Ja, stimmt. Nee, dann lass ihn roten. Mach mal das safe. Ja, im Grunde ist das hier so ein bisschen Timing-Spiel hier mit diesem roten. Wenn man den halt im Grunde erwischt, bevor er unten ankommt, kann man sich eine kleine Szene ersparen, die aber auch nicht schlimm ist. Schau mal, die Hoshi ist aber schnell gestorben. Ja. Den einen hat es ja auch schon mal am Arm erwischt. Ja, richtig. Da habe ich ihn schon angefixt ein bisschen, ne? So. Das haben sie bei Resident Evil 5 auch gut gemacht. Wenn du was aufheben willst, dann hebst du es auf. Und du wirst nicht gefragt, willst du es aufheben? Ja, ja. Nämlich echt schwachsinnig. Oh! Vor allen Dingen bei Credits finde ich es halt richtig schwachsinnig. Bei anderen Sachen, die einen Platz im Inventar wegnehmen, kann man ja über alles reden. Uiuiui. Ich dachte, der nimmt doch die Kurve da. Aber nein. Direkt in die Tür, direkt davon. Goldfinger. Ach ja, den Schlüssel, den hat er ja im Hals hängen. Ja, ja, und wir müssen ja unten auch auf jeden Fall alle Vasen noch einsammeln. Das machen wir jetzt, oder was? Ja, klar. Weil hier rechts von der Vase ist man fast. Okay. So. Was ist heute eigentlich für ein besonderer Feiertag, Hoffi? Ach, heute ist Halloween bei uns. Das ist eigentlich eine Halloween-Sonderfolge. Was ist da eigentlich passiert vorhin? Oh, vorhin klingelt es hier bei Stones an der Tür. Und wir sitzen hier und waren eigentlich überlegen, ob wir überhaupt aufmachen, weil wir gerade so gemütlich sind. Lauf! Umdrehen, Pump Action. Das ist ein bisschen weg. Und jetzt sieht er halt. Ja, und auf jeden Fall haben wir dann doch aufgemacht und standen zwei Kinder vor der Tür und haben uns damit konfrontiert, dass halt Halloween ist und sie Süßes oder Saures haben wollen oder wie auch immer. Ganz goldig. Und dann haben wir so einen Spruch ausgesagt, ja, alles gut. Und wir haben aber nix hier. Nee. Wir haben nix hier. unser Herz hat so geblutet, haben wir ihnen unsere letzten Salzstangen mitgegeben. Das Gesicht vom Kind war echt gut. Mann, echt enttäuscht. Ja. Richtig enttäuscht. Und wir geben denen so eine Packung halbleere. Die waren offen schon, die Salzstangen. Eine geöffnete Packung Ja-Salzstangen. In so einer weißen, lustlosen Tüte. Oh, das war. Das war cool. Echt der Tiefpunkt des Halloweens für die Kinder. Oh ja. Tja. Hoffentlich erzählen die das Nachbarn nicht, ey. So.
weitere Halloween-Geschichten in der nächsten Folge. Mach's gut, Leute. Jo, tschüss.